Hallo, Freunde. Jaike Zinellos um 15 Uhr, eure Lieblingssendung Viva Live steht in den Startlöchern. Und mit mir in den Startlöchern steht mein heutiger Gast. Und ich kann jetzt schon mal ein Kompliment aussprechen für dieses atemberaubende Outfit, Janet. Ja, schon mal vorab herzlich willkommen. Ja. Ja, ich freue mich natürlich auch, zusammen mit unseren Zuschauern zu Hause. Denn Janet ist zurück, nicht nur schauspielerisch, sondern auch musikalisch. Dürfen wir sie wieder genießen und erleben in Höchstform. Undressed to the Beat, ja, so heißt ihre aktuelle Single. Und wir werden heute hier bei Viva Live das aktuelle Video sehen und natürlich auch darüber sprechen, was da alles noch kommt. Ne? Die dienstälteste Popröhre des Landes, ja. Und nur dienstältest, weil ansonsten bist du noch relativ jung. Ne? Und Anna und die Liebe, ja. Wenn ihr eine Statistenrolle gewinnen wollt, wenn ihr da mitspielen wollt, dann erfahrt ihr heute bei Viva Live, wie das funktioniert, ja. Oder? Absolut. Ja, also um drei. Ja, ja, ne? Tschüss. Sie war Popsternchen, Soapstar und Rockröhre. Janet Biedermann hat viele Gesichter. Seit 10 Jahren steht sie im Rampenlicht. Dabei hat sie sich immer wieder gewandelt und neu erfunden. Ich bin in dem Pop-Business von den ganzen Ladies irgendwie die Älteste, die am längsten dabei ist. Und ich glaube schon alleine, so viele Jahre durchzuhalten in der Branche, sich immer wieder neu zu finden, neu zu erfinden, sich immer wieder weiterzuentwickeln, das kostet viel Kraft. Los geht's für Jeannie mit gerade mal 18 Jahren in der Soap. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Obwohl sie bald zu den beliebtesten Schauspielerinnen der Serie gehört, reicht ihr das nicht. Sie will auch als Sängerin durchstarten. Das Konzept singender Soapstar ist zwar nichts Neues, trotzdem veröffentlicht Janet 2000 ihre erste Single Go Back. Mit dem Image des süßen Mädchens von nebenan stürmt Janet die Charts und wird zur deutschen Britney Spears. Doch in diesem auferlegten Image fühlt sie sich nicht lange wohl. Sie will erwachsen werden und weg von dem Dasein als Pop-Schnuckelchen. Ich kann einfach nicht so cool tanzen wie Britney oder wie andere. Ich renne lieber rum auf der Bühne und freestyle und rocke irgendwie, das ist mehr mein Ding. Und das macht sie dann auch. Von Video zu Video wird ihr Stil zunehmend rockiger und vor allem sexier. Auch wenn sie dabei manchmal daneben greift, lässt sich Jeannie nicht beirren und zieht ihr Ding durch. Und die einen haben gesagt, ja, großes Kino und das ist der Weg und da muss hin. Die anderen haben gesagt, oh, ist ja scheiße. Sieht total billig aus, so sexy und bla. Und hier ist es geteilte Meinung, wie immer. Man kann sich jedem recht machen. Janet schwimmt weiter auf der Erfolgswelle und beschließt 2004 bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten auszusteigen, um sich ganz der Musik widmen zu können. Für Janet könnte es nicht besser laufen. Während ihrer steilen Karriere wird sie mit 2 Echos ausgezeichnet und sogar zur Sexiest Woman in the World gewählt. Doch der berufliche Erfolg ist nicht von Dauer. Ihr immer rockigeres Image scheint nicht mehr zu funktionieren. Nachdem der große Erfolg ihres 5. Albums Naked Truth ausbleibt, wird es musikalisch erstmal still um sie. In dieser schwierigen Phase findet sie vor allem Halt bei ihrem Freund und Gitarristen Jörg. Außerdem sucht sie sich neue Herausforderungen. Sie spielt in einem Tatort mit und übernimmt eine Synchronrolle in dem Animationsabenteuer Ab durch die Hecke. Als im Frühjahr 2008 ihre große Liebe zerbricht, muss sie sich neu orientieren, privat und beruflich. Janet bekommt die Hauptrolle in der Telenovela Anna und die Liebe. Nach 3 Jahren Gesangspause meldet sich Janet jetzt auch musikalisch zurück und erfindet sich dabei wieder völlig neu. Auch in Zukunft wird uns Janet also weiterhin überraschen und wir können sicher sein, diese Frau hat noch einiges vor. Ja.
Und das Video, ja, das werden wir heute hier das erste Mal in der Premiere sehen. Also das neue Video von Janett. Ja, mit ihr zusammen werden wir das hier erleben heute, diesen historischen Moment. Und wir machen ja immer von unseren Gästen so Fotos. Ja, vielleicht haben Sie mitbekommen, früher Polaroid, jetzt haben wir so eine Digitalkamera. Ich habe gerade gehört, wenn mir die Frage gestellt wurde, Klaas, soll ich sie an- oder ausmachen, die Kamera? Wo ich gesagt habe, das ist mir egal. Ja, mach ich so selber an. Ja, weil Colleen will sie immer schon angeschaltet haben. Weil die nicht ankriegt. Ja, guck mal, ich wollte das nur mal zeigen. Also man muss lediglich Colleen an diesem Rad hier drehen. Ja, so, guck mal. So, und an ist sie. Ja. So geht's. Ja, also vielleicht demnächst macht Colleen das dann auch hier live bei Viva Live. So, jetzt kommen wir aber zu unserem ersten Gast. Ich habe die Kamera bestens vorbereitet, ja. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Das ein oder andere Mal war sie schon hier, jetzt aber schon lange nicht mehr. Sie hat viel gearbeitet, jetzt ist sie zurück musikalisch. Hier ist Janett! Dankeschön. Ja, genau. Er hat dich erkannt, hi. Janett. Ja. Hallo, schön, dass du da bist. Freut mich ja auch, hi. Hast ja wieder ein Geschmeide um, ja? Also das ist ja schon, also Janett und Outfits, das geht schon Hand in Hand, ne? Ja, das wiegt auch ordentlich. Ja, genau. Ist dir auch schon wichtig, ne? Machst du dir da viel Gedanken drum, bevor du jetzt so einen Auftritt hast? Oder läufst du privat immer so rum und es ist halt Zufall, wenn du dann mal im Fernsehen bist? Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich wusste, dass ich heute bei dir bin und ich wusste, es muss was ganz Besonderes sein. Na, genau. Ansonsten kann ich hier gar nicht herkommen heute. Ja, genau. Das stimmt, ja. Also das ist natürlich nicht schlecht. So, jetzt bist du wieder da. Also ich laufe schon auch mal so rum, wenn ich ausgehe. Aber jetzt nicht zum Brötchen holen. Nee, das wäre übertrieben. Bisschen. Ja. Du hast wieder eine Single rausgebracht, ne? Ja. Du bist gerade dabei, bist musikalisch wieder zurück. Wie hast du das überhaupt geschafft, deine Karriere im stillen Kämmerlein, deine musikalische, wieder vorzubereiten, während du ja so viel gearbeitet hast für Anna und die Liebe? Als Hauptdarstellerin ist man da doch jeden Tag im Einsatz. Genau, ich habe schon sehr, sehr früh angefangen, mir Gedanken zu machen, was ich möchte fürs neue Album und wo es für mich hingehen soll. Weil das ist das 7. Album und das ist nicht ganz einfach. Also da überlegt man wirklich, okay, mache ich jetzt da weiter, an dem Punkt, was ich bisher gemacht habe, oder schneide ich alte Zöpfe ab und mache was ganz anderes. Das verflixte 7. Album? Ja, im Prinzip schon. Nee, und deswegen habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht und ich bin auch eh kein Fan davon, irgendwie in einem Jahr so ein Discounter-Album rauszukrachen. Und deswegen hat es auch einfach 3 Jahre gedauert. Aber trotzdem hast du in knapp 8 Jahren trotzdem 7 Alben rausgebracht und 9 Jahren. Ja, aber ich bin natürlich, also am Anfang meiner Karriere haben wir jedes Jahr ein Album rausgehauen, aber ich bin dann auch irgendwann älter geworden und habe gesagt, das kann ich nicht mehr, weil du hast ja gesagt, 400 Jahre jetzt, ich vereine eine Generation, grob geschätzt. Ja. Du kannst dir vorstellen, da braucht man immer mehr Zeit. Ja. Nein, aber ich habe mir, wie gesagt, Zeit gelassen, weil das ja doch, ja, eine ganz besondere Situation war in meinem Leben. Hm. Eine weitere besondere Situation, denke ich jetzt mal, war zum Beispiel der Videodreh für Rocking on Heaven's Floor. Einer deiner großen Hits. Ja. Und dieses Video haben wir jetzt für dich und für euch zu Hause mal vorbereitet. Wir schauen nochmal rein. Danke. Guten Tag. Yeah. So. Ja, das hört man hin und wieder dann so, ne? Also, kriegst du das auch auf der Straße mal oft so nachgerufen oder so? Ja, schon. Schon. Neulich war es ganz süß, da lief eine Frau an mir vorbei mit dem Wagen, mit dem Einkaufswagen, die hat mich nicht angeguckt, die lief nur schnurstracks an mir vorbei und sagte, wann kommt denn Anna mal endlich aus dem Knick? Und weg war sie. Ja. Und ich habe gesagt, es wird schon. Genau, deine Rolle Anna. Ne? Genau. Ja, kriegen manche so verwirrte Omas das nicht auf die Reihe, dass du bist und Anna? Ja. Und dann, ich kriege auch oft so einen Kniff in die Wange, so musst du nicht so schüchtern sein. Ja. Und dann denke ich, bin ich nicht in normaler Au. Das ist ganz süß, aber... Okay, also da gibt es tatsächlich auch... Ich meine, du hast ja auch schon mit psychopathischen Fans hast ja auch schon so deine Erfahrungen, ne? Also da bist du ja relativ gut vorbereitet in diese Telenovela-Sache reingegangen, weil... Also ich würde das jetzt nicht unbedingt psychopathisch nennen, wenn Menschen mich auf der Straße ansprechen. Also nee, aber wenn welche in deinem Bett schlafen, schon. Ja, aber das suche ich mir ja meistens aus. Aber nee, aber das gab es ja schon mal vorher, ne? Deswegen, richtig. Aber dem gebe ich eigentlich keine Plattform mehr. Okay, alles klar. Also nee, ich sage einfach ganz ehrlich, was manchmal schwierig ist in der Öffentlichkeit, sich hinzustellen, wenn bestimmte Sachen schon mal passiert sind. Also du hattest sogenannte Stalker, das kennt man ja mit. Ja, aber ich bin immer Täter, nie Opfer und ich lasse mich nicht terrorisieren, auf gar keinen Fall. Aha. Ich lebe mein Leben und lasse mir da auch nicht reinfunken, insofern. Gut, ja. Ich habe sicher einen Moment gebraucht, um das zu verarbeiten, aber das ist lange, lange, lange vorbei.
Gut, dann wollen wir hier nicht wieder mit dem Finger in alten Wunden rumpulen. Ne? So, aber ich wollte es ja wenigstens mal angesprochen haben. Apropos mit dem Finger in alten Wunden rumpulen. Ja, bitte? Ja? Und los? Ich habe hier mal ein paar Outfits mir rausgesucht, ja, die du in den letzten 10 Jahren so anhattest. Ja. Ja? Und ich meine, gut, vor 10 Jahren zum Beispiel war ich 15, da habe ich bestimmt Sachen getragen, die ich heute so nicht mehr anziehen würde. Absolut. Ja? Du sicherlich auch vor 10 Jahren, ja, als du 18 warst, oder? Ne? Vor 10 Jahren, ja. Ja. Und da haben wir jetzt mal so ein paar Outfits. Und ich würde mal gerne von dir wissen, ob du die jetzt noch zutragen würdest. Ja. Einfach so, dass wir so hältst. Das hier zum Beispiel. Das auf jeden Fall, das finde ich super. Ja, das würdest du noch anziehen? Ja. Ja? Unser Publikum hat auch so Daumen hoch, Daumen runter. Was sagt ihr? Dieses Outfit? Ja, finde ich auch. Allgemein Daumen hoch. Ja, da sind so ein paar Jungs, die konnten den Daumen gar nicht schnell genug hochkriegen. Ja? Solange es nur der Daumen ist. So, hier dieses Outfit, wo man quasi also sich auch überlegen muss, was für ein bisschen man sich anzieht. Ja, nee, das ist ja auch eine Hotpants darunter gewesen. Aber naja, ich würde vielleicht eine schwarze anziehen darunter und vielleicht der Rock ein bisschen länger. Aber ansonsten ist es okay. Also ein Rock, das wäre ein Gürtel. Das ist ein Rock. Ach so. Ja, der ist ein bisschen eingelaufen. Na gut, okay, was denkt ihr? Ja, natürlich. Die, guck mal, die ganzen Männer, ne? Die Männer alle wieder, egal. Ja. Rock, Gürtel, mir egal. Gibt's da einen Unterschied? Ja, die Mädchen alle nein und so. Gibt's ein Mädchen, die es machen will? Nee, kein Mädchen. Gut, alles klar. Wir sind hier ganz vernünftig. Ja, das finde ich cool. Das will ich auch heute noch anziehen. Ja? Okay. Also sowas hast du ja heute fast schon an. Nein, nicht ganz. Ja gut, das ist jetzt Lack und Leder, ne? Nein, es ist Leder. Wo siehst du denn da Lack? Das glänzt du. Das bildest du dir ein. Das ist Kunstleder, ach so. Ja. Also das willst du noch anziehen? Ja, das würde ich noch anziehen. Was sagt ihr? Top? Ja, da scheinen sich schon die Geister, hey, ja. Es kommt auf den Anlass drauf an. Den Jungs ist es komplett scheißegal, was er mit anhat. Ja. Die denken immer nur, ja, Hauptsache. Ja, das würde ich auf jeden Fall anziehen, aber auch nicht zum Brötchen holen. Ja, muss ich jetzt auch nicht groß fragen. Ne? So, Jungs, jawohl, alles klar. Oh, das würde ich auch nicht zum Brötchen holen anziehen, aber vielleicht mal. Mit dem Outfit kriegst du auch keine Brötchen. Nee. Raus! Ja gut, wenn man jetzt ein T-Shirt anziehen würde, ja, darüber, dann wäre es auch alltagstauglich. Ja, wenn man so ein paar Fische da reinhängt, dann ist vielleicht so Meerjungfrau. Ja. Ja. So. So, was ist hiermit? Das war ja schon mal eine Ansage, ne? Das war eine Ansage, auf jeden Fall. Ne? Aber auch eine gewollte Ansage. Ja, klar. Also da hast du dann gesagt, so, jetzt verändere ich mal mein... Ach, die Tattoos sind aufgemalt? Nee, weißt du, die habe ich jetzt alle weglasern lassen. Ja, die sind aufgemalt gewesen. Jetzt check ich das. Das war ja alles so ein Gesamt... Tattoos aufmalen. Na und? Es war das Thema. Es war alles so 50s und Pin-Up und so. Mhm. Das war das Thema deswegen. So, das hier? Ja, zum bestimmten Anlass auch. Ganz so. Vielleicht eventuell. Und aber nur zu zweit. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsoutfit. Der rote Glitzerzylinder. Ja, der ist auf Fotos leider, sieht der total scheiße aus. Das muss man leider sagen. Aber auf der Bühne war der ganz lustig. Weil er lustig gefunkelt hat? Weil er lustig gefunkelt hat und weil ich mich in dem unheimlich gut bewegen konnte, weil es ja wie ein Strampelanzug war, ja, mit Pailletten. Ja. Aber will ich heute nicht mehr machen. Das ist lange her. Alles klar. So, was sagt ihr? Also, genau, selbst lange her. Selbst den Strampelanzug, ja, also gerade bei dir, da mache ich mir ein bisschen Gedanken. Also da müssen wir vielleicht nochmal gucken, dass man sich da noch ein bisschen weiterentwickelt. Nein, ja, ich glaube, er sagt, es ist scheißegal, Hauptsache nackt. Ja, wie ist 9. Klasse? Da ist man noch nicht so orientiert. Da muss man sich noch erst finden, da weiß man erstmal, was man nicht will. Ja? Mal gucken. Okay, gut, ja. Das haben wir also hinbekommen. So, und das, was ich gerade vor der Sendung quasi schon angekündigt habe und viele Leute warten darauf. Es gibt eine Rolle zu gewinnen bei in der Telenovela Anna und die Liebe. Mhm. Wo hast du deine gewonnen? Ich habe meine gewonnen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war in der Tat beim Brötchen holen. Ja. Es war ein Los in meinem Brötchen drin, wie beim Glückskeks. Du und dann kannst hieß es, mitspielen. Geil. Und ich dachte, hey, cool, musst du nicht mal was machen. Hauptrolle. Ja, ihr lacht. Aber nee, aber mal ernsthaft. Also es gibt eine Rolle zu gewinnen bei viva.tv, ja. Mhm. Und was kann derjenige dann machen? Ja, derjenige ist den ganzen Tag mit dabei und ist Gast im Coffeeshop oder ist Mitarbeiter in einer Agentur oder
Da hat man auch nicht viel zu tun. In der Agentur muss man halt oft Sachen kopieren im Hintergrund, ne? Ja, aber es kann auch mal schnell gehen, dass man einen Satz bekommt. Das kann mal schnell gehen. Zum Beispiel, sagt, das Layout muss bis Montag fertig sein. Du, komm mal her, kannst du mal Folgendes sagen, kannst du mal dahin gehen und Folgendes sagen. Das kann schon passieren.